Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable 1 The Last Chapters. Die letzte Folge war ein bisschen, schlimm. ich hoffe, dass ich es dieses Mal besser anstelle und nicht die ganze Zeit von Wachen verfolgt werde und vielleicht doch ein bisschen mehr lieb bin. Und ja. Ihr werdet also da unten auf der Obstfarm arbeiten, stimmt's? Ich wusste, das ist eure wahre Berufung. Gestern hat Lady Grey in der Gilde den entgegengesetzten Quest angeschlagen. Ich sollte den wählen. Ich hoffe, ihr habt fleißig geübt. Ihr werdet alle Erfahrung brauchen, um mich zu besiegen. Man sieht sich, Tölpel. Du weißt, dass ich dich früher mal besiegt habe. Aber okay, Tölpel, ja. Eure Kampferfahrung-Multiplikator X ermöglicht euch, die Erfahrung zu erhöhen, die ihr durch Kämpfe erhaltet. Er ist in der linken oberen Bildschirmhälfte zu sehen. Je mehr Schaden ihr zufügt, ohne selbst getroffen zu werden, desto höher wird euer Multiplikator. Alles klar. Versucht in den folgenden Kämpfen euren Multiplikator so hoch wie möglich zu bekommen, um die Erfahrung zu maximieren, die ihr erhaltet. Alles klar. Oh, wir sind auf der Minikarte, das hat ziemlich viele Gegner. Ja. Was vergesst nicht, häufig zur Gilde zurückzukehren und mit dem Erfahrung, die ihr erlangt habt, eure Stufe zu erhöhen. An euren Gildensiegel blinkt das grüne komische Männchensymbol, wenn ihr bereit seid aufzusteigen. Oh. Um eure Stufe zu erhöhen, teleportiert mit eurem Gildensiegel zur Gilde zurück und betretet dann die Erfahrungseinsatzplattform beim Kartentisch. Was war diese Gilden komische? Ja. Muss ich mal gucken später. Oder war das dieses komische Gulli oder wie das Gullig? Irgendwie sowas, Dings da. Wo in dieser Stadt war? Ich glaube nicht, oder? Warte. Zu mir ziehen. Ja. Noch so ein. Warte, krieg ich nicht mehr, wenn ich Faustkampf mache? Ich glaube ja. Das braucht doch viel länger. Was habe ich denn da auf dem Kopf, bitte? Ach, das ist. Oh mein Gott, das ist mein Schwert. Ja, benutzen wir doch das Schwert. Egal, es geht viel schneller und alles. Komm her. Oh, wer ist denn das? Amprop? Ach, okay, jetzt hat sie aufgehört. Ich würde sagen, wir besiegen erstmal alle, bevor wir hier weitergehen. Was will der? Möchtet ihr vielleicht handeln? Ja. Was hat er denn? Verkaufen. Ach, ich kann nur verkaufen. Nein, den will ich nicht. Kann ich eh nicht verkaufen. Waffen kann ich auch nicht verkaufen. Was will ich denn hier bitte verkaufen? Nee, behalten wir. Auf der Obstfarm gibt es Probleme. Ah ja. Möchte ich vielleicht handeln? Genau. Och, kann ich ja nicht mal. Wieso fragt er mich denn hier? Jenna und Azania haben anscheinend große Probleme. Ah ja. Noch zwei, okay. Und dann gehen wir weiter. Und jetzt noch dieses kleine Wespchen. Ja, perfekt. Okay. Was da jetzt noch? Welche? Aber die. Ah doch, die wird auch angezeigt. Oh. Komm her. Komm. Ja, brav. Da müssen wir hin, da gehen wir gleich hin. Ich will aber erst kurz gucken, was versucht, hier... Versucht, euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Ja, was hier rumliegt. Gesundheitstrank, ja. Willenskrafttrank, ja. Gut. Jetzt hier. Oh, die kann ich einfach öffnen. Perfekt. Was ist hier drin? Willenskraftmeister-Elixier, okay. Warum finde ich so viel Willenskraftzeug? Naja... Dann mal zur Obstform. Da muss ich doch hin, oder? Ja. Schildchen. Eingang wegen Bauarbeiten geschlossen. Bitte das Vordertor benutzen. Danke, Jenna. Egal. Vielleicht kann ich trotzdem rein. Ja, ich kann rein. Ich bin halt ein Held.
Und jetzt, ihr müsst... Oh, okay. Kann ich doch nicht rein. Schönes Schildchen. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und eben doch durch den anderen Eingang. Eieieiei. Tut mir leid. Ach, jetzt sind die ganzen wieder da. Okay. Auch nicht schlecht, kriege ich Erfahrungspunkte. Aber diesmal hauen wir sie nicht alle. Ja, ich rette nur dich. Da. Er hat's nicht lange gemacht. Ja. Einfach. Dankeschön. Hier muss ich lang, ne? Ja, genau. Ab zur Obstfarm. Damit diese komische Quest endlich beenden kann, ein bisschen gut sein kann. Vielleicht vergeben mir diese Wachen dann auch. Hat sie oben nicht was? Hm? Please, please, please. Ja, ein Silberschlüssel. Juhu. Dann haben wir schon zwei. Alles klar. Und was steht hier? Brücke unpassierbar. Hm, you don't say. Und das wird eine Kiste. Yay. Perfekt. Mal gucken, ob wir die auch öffnen können. Ja, aber ich denke schon, ja. Erstmal hier helfen. Warum dort? Jetzt. Ja, das war das einzig Gute, das ihm passieren konnte. Aha. Reden wir mal schnell mit dir. Schön, euch zu sehen, Sir. Möchtet ihr vielleicht eine... Genau richtig. Auch wieder Gegenstände, Nahrung. Nee, komm. Bringt ja so gut wie nichts. Truhe öffnen? Sieben Schüsse. Haben anscheinend große Probleme auf der Obstfarm. Ja. Noch so ein doofes Insektenvieh. Das stimmt. Hier fragt ihr, wo einfach ist. Jetzt wird er so ein Gesundheitstrank. Ja. Perfekt. Ein guter Mann. Ja, ich bin ein guter Mann. Was liegt hier? Ach, das war Geld, okay. Also sind diese komischen Beutel da immer Geld. Auch gut zu wissen. Hier muss ich gar nicht lang, ne? Nein. Oh, das sind wieder diese komischen Viecher vom Anfang. Aber so komisch, ganz komisch rein. Aber hier lang muss ich nicht, also gehe ich auch nicht hier lang, sondern hier lang. Ab zur Quest. Schon schön hier irgendwie. Was? Okay. Böse. Zu wem auch immer der geredet hat gerade. Obstfarm. Ich glaube, das kam von da, oder nicht? Na, werden wir ja mal sehen. Hühnchen. Ah, wo sei Dank, ihr seid hier. Ich dachte, niemand würde auf die Bitte der Gilde reagieren. Ich habe mich schon selbst um Verstärkung für euch gekümmert. Aber es sind so viele Räuber, die zerlegen noch meinen Hof. Hätten wir diese verdammten Steine doch nie gefunden. Sie bringen nichts als Schere rein. Meine Frau Jenna will sie nicht im Haus haben. Deshalb haben wir sie in ein paar Kisten in der Scheune gepackt. Sie müssen ein Vermögen wert sein. Angeblich will ja Lady Grey sie haben. Ich habe bei diesen Überfällen schon drei Knechte verloren. Das müssen sie sein. Ich gehe besser rein und kümmere mich um meine Frau. Die stirbt sonst vor Angst. Kam mir das gerade nur so vor oder wurde irgendwie dem sein Gerede schneller gemacht? Weil er hat geredet wie so ein... Weiß auch nicht. Wie so ein... Ja. Helft den Wächtern, die Obst... gegen die angreifenden Räuber zu verteidigen. Ah, okay, jetzt kommen hier die Bonusse. Ja, Bonus, Boni, genau. Benutzt weder Waffen noch aggressive Magie, also Faustkampf, okay. Macht den Quest nackend. Cooles Deutsch. Sorgt dafür, dass keine Wächter sterben. Achtet darauf, dass keine Kisten dafür geschoren werden. Nehmt keinen Schaden. Ja, also das mache ich nicht, aber okay. Mal gucken, ob ich es ohne... Ja. Genau. So werden wir es versuchen. Wo sind denn hier bitte... Ach, da ist meine Verstärkung. Okay, alles klar.
Jetzt wird gemetzelt. Nein, 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 nicht mich hauen, nicht mich hauen. Tod allen! Du nimmst auch nicht dieses dumme Artefakt mit, und du auch nicht, und du auch nicht. Ah, nein, Mist, eine Quest ist schon mal verloren. Shit. Eine Quest, ein so ein Bonus-Ding. Aber war mir irgendwie klar, dass ich das nicht schaffe. Was, schon? Okay. Ja, hab ich. Ich hol die. Was? Alles gerade? Nein, das wollte ich gar nicht benutzen. Nein. Ach, das kann ich auch voll benutzen. Super. Und jetzt? Warst du's? Warst du's? Vorsicht! Mehr Räuber! Noch mehr? Oh nein. Ja, egal, jetzt kann ich eh mein Schwert hier ziehen. Okay. Boah, ich werde erstmal. So. Stirb. Stirb, Internet. Okay. Autsch. Jetzt wird eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Jetzt wird gemetzelt. Ja, ich habe Tränke oder Essen, aber ich will eigentlich. Geht voran! Was? Ich soll vorangehen? Nein, 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 nein. Moment, ich will was essen. Inventar. Gegenstände. Nahrung. Grüne Apfel. Benutzen. Aufpassen! Ja, reicht. Die Verstärkung der Räuber ist auf dem Weg! Okay, dann nehmen wir mal das. Oh, das wollte ich gar nicht. Sure. Für Gerechtigkeit! Voll getroffen Lauf. Jetzt. Das ist eure einzige Chance. Jetzt wird gemetzelt. Oh, ich nehme doch lieber das. Ich glaube, Bogen und so ist nicht ganz meins. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Jetzt komm her. Was, der lebt immer noch? Oh, 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 oh. Euer Gesundheitszustand ist kritisch. Nein, 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 nein. Du kommst nicht davon. Wir haben gesetzt. Versucht, euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Ja. Nicht ganz so leicht. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Was schon wieder? Habt ihr Tränke oder Essen? Nein, habe ich nicht. Wow. Oh, sehr viel Blut. Oh, wo ist denn jetzt die Kiste hin? Aha, ihr habt wohl ein paar neue Tricks gelernt. Ja. Tja, da seid ihr nicht der Einzige. Hoffentlich habt ihr Abschlussbewegungen gelernt, denn nur so könnt ihr an mich herankommen. Muss ich jetzt gegen die auch nackig kämpfen? Versucht mich mit einer Abschlussbewegung zu treffen. Benutzt Nahkampfangriff, um euren Kampfmultiplikator zu erhöhen. Dann bekommt ihr eine spezielle Abschlussbewegung. Wenn das Blablabla-Symbol erscheint und eure Waffe in lila Schimmer drückt, ihr rettet. Ach so, ja. Das haben wir die ganze Zeit schon gemacht. Aha, ihr schafft das also. Ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Ja, hab ich. Musst ihr mir das immer sagen. Oh. Ich sterb ja fast. Irgendwie kämpfe ich echt ein bisschen taktlos, fällt mir gerade so auf. Komm. Nix da. Oh. Mist! Ihr habt mich geschlagen. Ja, hab ich. Dann gehört dieser Quest wohl euch. Aber irgendwann ist das Glück dahin, Bauerntölpel. Wir sehen uns wieder. Und ich werde bereit sein. Bauerntölpel. Gott. Kann ich das nicht irgendwie loswerden? Ihr habt es geschafft. Wir sind euch ja so dankbar. Irgendjemand sollte die Kisten demnächst abholen. Dann haben wir auch keinen Ärger mehr damit. Ich weiß überhaupt nicht, warum so ein Trara um diese Steine veranstaltet wird. Wenn die weg sind, schlage ich drei Kreuze. Die müssen jemandem eine Menge wert sein. Ich werde allen von euch erzählen. Wir brauchen Helden wie euch. Da ist die Geschwindigkeit wieder ganz normal gewesen. Aber davor hat er doch übel schnell geredet. Ich bin ja nicht dumm. Großtat abgeschlossen. Nichts wurde gestohlen. Perfekt. Ihr seid jetzt bekannt genug.
das Ausdrucksmittel Verhöhnen zu benutzen. Was? Brosche. Extra Gold, Bekanntheit, benutzt wieder Waffen. Ja. Oh, minus 100. Autsch. Egal, ich habe plus das. Okay, gut. Eieiei. Was kann ich jetzt hier noch machen? Kann ich rein? Ihr habt den Status unbesungen erreicht. Oh. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ich würde lieber irgendwie was finden, wodurch ich böse wird, aber. Ja. Schnell was gucken. Quest. Nee, das wollte ich nicht. Da. Nein. Yep. Okay. Ja, dann machen wir hier wohl wieder einen Cut und wir kümmern uns um das kranke Kind das nächste Mal, wenn ihr denn wieder dabei seid. Warum habe ich eigentlich so eine komische Unterhose? Ja. Oh, ich habe Narben. Oh. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Mal wieder. Vielen Dank. Tschüss.